Folge, dass ich quasi ein bisschen Attentate mache und so. So als Idee. Eintreten mit deinen Freunden Crew, dann ziehe ich dich mal mit rein. Fürchte, dass ich gerade im falschen Gebäude gelandet bin. Ja, du bist in deinem Büro, du Ja, Dödel. ich bin in meinem Büro gelandet. Ach Gott, ey. Okay, das war jetzt nicht der Plan an der Sache. Büro zu Fuß verlassen. Upsi. Falsche Gebäude an, wie sie an. Naja, start schon mal wieder mit einem kleinen. Mit einem kleinen Fail. Ui, gar nicht so schlecht aus. Der neue Alpine ist gerade rausgekommen. Sieht gar nicht so schlecht aus. So. Eigentlich was ein weiter. Da müssen wir hin. Ernsthaft? James, fahren Sie mich ins Büro? James, das war nicht gut. So. Ich kann nur allein eintreten, warum auch immer. Bist du überhaupt noch in meinem CEO mit drin? Ja. Okay, wundere mich, dass ich nur alleine eintreten konnte und nicht mit dir zusammen. Na, weil ich in deinem Büro bin. Achso, das kann natürlich sein. Ich habe jetzt nicht mitgeschnitten, dass du mit reingegangen bist, deswegen dachte ich mir, hätte mich gewundert. Naja, alles gut. So, ja, viel ist, glaube ich, so nicht mehr. Und da, wie gesagt, da er mit dabei sein soll, möchte ich alleine nicht. Kannst du mal da weggehen? Kannst du mal aufhören, bitte mein Bildschirm zu besudeln? So, VIP-Aufträge. Eigentlich habe ich ja noch Security-Aufträge. Okay, dann kriegen wir. Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Sachen hin. Nee, alles gut. Ich glaube, ich kann Okay, auch noch ein back bisschen to neben Davis. Quatsch machen. Our family's contact has a lead on the Ballas. Franklin's gonna call when you're on the way. I'd be ready for this to get messy. Gut, dann starten wir. Und zwar mit den Ballas. Das sind nämlich mal ein bisschen Baller-Baller, Jungs. So. Dann passt du ja da voll rein in die Gruppe. Nicht wirklich. So. Agentur mit allen verlassen. So, warte, ich habe noch keinen Wegpunkt. Ich weiß nicht, ob du schon einen Wegpunkt hast. Ja, habe ich. Okay. Aua, 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 aua. Ich musste. So, nach Little Soul. War da was? Ich weiß nicht, was du meinst. War da was? Ja, du hast der Beule mein Auto gefahren. So, Dein Auto? ja, hier das geklaute Auto hier. Steig in die Kavalkade. Achso, der Jeep da. Schade, wenn ich morgen und Jungen treffen dabei wäre, das gar nicht mal so eine schlechte Option für das Ding. Da ist nämlich das Thema SUVs. Aber ja, da bräuchten wir, also die Idee war nicht so schlecht, aber da bräuchten wir schon ein paar mehr Leute. Doch. Ja, aber vielleicht könnt ihr ja Dings mal die Leute fragen, ob die vielleicht auch Bock hätten, ein kleines Treffen am Sonntag zu veranstalten. Könnte man theoretisch auch mal machen, ein bisschen Alternative zu den ganzen zu Playlist. Ich kann mal einen Sven anhauen. Muss ja nicht die ganze Truppe sein, reicht ja, wenn ein kleines Ja, die Grüppchen sind mitmacht. meistens halt zu drei, sind 30 halt meistens, ne? Ja, deswegen sage ich ja, muss ja nicht die ganze Truppe sein, reicht ja, wenn ein Teil davon mitmacht.
Na gut, das Problem ist einfach, dass du in den Partys teilweise nur 16 Leute mit dabei hast. Dann musst du jeden dabei haben, der seine Stimme aufteilt, damit du die Leute auch in den Videos hast. Und mach mal mit 16 Leuten eine vernünftige Aufnahme. Ich weiß, was du meinst. Also es würde halt nur mit maximal 16 Leuten gehen, klar. Aber wie gesagt, man könnte mal nachfragen. Müssen ja nicht mal 16, reicht ja schon, wenn mal 10 zu 10 werden, dann haben wir schon mal mehr als uns. Klar, wenn sie verkaufen, warum nicht? Darf ich die töten? Ja, die roten. Oh Gott. Die mit dem roten Kreis darfst du töten. Okay, die standen hinter uns. Da kommt aber alles noch eine. Gut. Wir haben ja kein Leben. Alter. Also, das sowieso nicht, aber. Ey, sag mal. Ernsthaft jetzt? Was machst du? Ich beschmeiße die mit Haftbomben und die überleben das. Muss ich nicht kapieren, wie das funktioniert. Bei mir ist er jetzt gestorben, mein da. Oh, das war der falsche. Hör mal auf mich zu schießen. Finde ich frech. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an unsere Aufnahme, wo wir das Deathmatch hier auf dem Ding hatten. Da haben wir doch auch das Deathmatch gehabt. Das Deathmatch und das Überlebenskampfding. Ja, auch nicht nur das. Ja, nicht nur das, aber. Na gut, dann war es auch in der Story. Gab es, glaube ich, auch in der Story eine Mission, wo du hier überleben kannst. Die Grow Street, die man natürlich aus GTA San Andreas kennt. Findet ihr heute auch auf meinem Kanal. Das passende Let's Play dazu. Folge Vernon, okay. So. Kommst du mit? Ja. Komm jetzt gleich. Jetzt mal den Heli auf wegschalten. Ja, ich komme jetzt mit. Oh, hier lag eine Haft, eine Dingsbombe. Ja, von mir. Das war halt schlechtes Timing, gerade im Moment, wo ich die geschmissen habe, da sind alle abgehauen. Ja, ich hatte gerade falsche Waffe ausgewählt und bin gestorben. Ich bin genau in den Kopf und die Arme gerannt. So, mein Arbeitsbau euch. Alles gut. Ihr seht, der steht da vorne. Jetzt kommt ein scheiß Zug, ernsthaft! Hast du noch drüber geschafft? Ja, war jetzt gut glücklich. Ich hatte jetzt erwartet, dass mich das überfährt. So. Da sind wir. Fessa P. Fuck you talking about Fessa. Don't act stupid than you is. I'm talking about Drake, the phone. Yeah, we heard about that shit. Wait. Y'all think we got? Bird. Dog, look at me. That ain't got nothing to do with us. We got nothing but respect for the homie Drake. Give me something, P. Fast. Look, I heard there's something going on over in the projects. Vargo's running their mouth about Drake playing some joints no one's heard. Self-snitching motherfuckers. That's what I know. You better hope you're right. Okay, y'all, we're done here. I'll be in touch with Franklin when we go to move. Na gut. Dann wieder raus. Ja, wie bei der Frau. Ja, ist rein und dann raus, ja normal. So, verlasse das Gebiet. Das ist bei der Frau dann auch so. Verlasse das Gebiet am Ende. Ganz schnell. Achso, du läufst da lang, egal. Naja, wo gerade sagen, ist ja keine Wahl, weil kein Auto, aber ich so noch. Stehen bleiben. Ja, die Fresse.
So, auf geht's. Boah, Alter, such dir doch eine Spur. So, eine Spur wurde gefunden zu den Vargos. Ja, und wir machen jetzt Feierabend wahrscheinlich, oder willst du weitermachen? Genau, nö, wir machen das dann beim nächsten Mal zu Ende, dann beenden wir dann das Agenturding. Das müsste ja, glaube ich, dann fast das Finale werden, ne? Ja, es sollte nicht mehr so viel jetzt da sein, genau. Gut, dann kann ich das schneiden, dann kann ich das wahrscheinlich morgen oder übermorgen raushauen. Passt das eigentlich? Ja, und ich guck mal, vielleicht kann sein, dass es in der nächsten Folge ein bisschen Nebenquatsch kommt. Ich habe ja noch das versoffen. Dass wieder ein bisschen regelmäßig Agentur kommt und wenn du da wieder da bist, geht es dann mit dem Hauptbisschen weiter. Also ich habe noch ein bisschen Alternativen. Ich habe noch ein paar Security-Aufträge, glaube ich. Ich hab's gedacht. Ich guck, springst raus und lande genau vor der Karre. Na dann, ich sag schon mal, meine Aufnahme. Haut rein, Leute. Ciao. Genau, haut rein. Uah, der Oh, Entschuldigung, ich bin hab sich so beim Einparken. Guck mal, ich bin sogar hier. Ich bin gar nicht mehr unter die Map geglitscht. Ich stehe gerade unter der Map. Guck mal, da bin ich wieder. So, meine Übertragung ist schon zu Ende. Meine noch nicht. Ja, dann bei so einem Knall. Ja, ich bin feuriger.